Exakt 5 Wochen nach dem olympischen Goldtriumph mit der Traumkür von Pyeongchang geht es für das Oberstdorfer Duo ab Mittwoch in Mailand um den ersten gemeinsamen Weltmeistertitel. Und Chancen stehen gut, denn sowohl Titelverteidiger SUI Wenxing und Hang Kong aus China als auch kanadischen Olympiadritten Megan Duhamel und Eric Redford stehen in der lombardischen Metropole nicht auf der Teilnehmerliste. Aber der Ehrgeiz der gebürtigen Ukrainerin ist ungebrochen, Krankheiten und Müdigkeit hat Blondine in Korea zurückgelassen, die Olympiakür war das Beste, was wir je gemacht haben. Mir geht sehr, sieht noch mehr Energie, Masso ist nicht ganz so weit. Mein Körper ist immer noch ein bisschen müde, aber wir werden auf dem Eis kämpfen, verspricht der 29-Jährige. Video, Gold mit Weltrekord. Die perfekte Kür von Savchenko, Masso im Video. Schließlich geht es für ihn auch um Familiennähe, denn einige seiner Verwandten leben in Italien und kommen als Zuschauer aus dem nahegelegenen Turin angereist. Masso, ich werde Familienmitglieder treffen, ich seit 15 Jahren nicht mehr gesehen habe, keine Motivationsprobleme bei seinem Schützlingen erwartet Trainer Alexander König. Aljona und Bruno haben den Schalter gefunden, um von Olympia auf Null zu switchen. Sie sind bereit, wissen aber auch, dass sie keinen Vorsprung haben und wieder von vorn beginnen müssen, sagte Erfolgscoach, dem Savchenko 75% unseres Erfolges zuschreibt. Fit gehalten haben sich Sportler des Monats im Februar unter anderem mit 10 Auftritten bei der Eisshow Art on ICE. Der Schweizer Oliver Höhner, Erfinder sehr renommierten Galaserie, kümmert sich seit kurzem als Manager um Savchenko, Masso. Ziel, finale Teilnahme, im Schatten der Olympiasieger, vielleicht letztmals im Schatten der Olympiasieger wollen Olympia 16. Annika Hocke und Ruben Blomert erneut das Kürfinale im Paarlauf erreichen. Dieses Ziel hat auch der deutsche Meister Foul Fans aus Berlin, der in der Gangnam Style Arena als 22. unter seinen Möglichkeiten geblieben war. Eine deutliche Steigerung erwartet Doi-Mannschaftsleiter Martin Skotnicki, in Personalunion auch Eistans Bundestrainer, von den deutschen Meistern Kavita Lorenz und Joti Politsoakis. Beiden Oberstdorfer kehrten mit Rang 16 aus Vanos zurück. EM-10. Nicole aus Essen hat nach ihrem 18. Platz in Pyeongchang noch Luft nach oben. Der WM-Zeitplan, die komplette Eiskunstlauf-WM gibt's live auf Eurosport 2 und im Eurosport Player. Mittwoch, Kurzprogramme der Damen 10,45 Uhr, Kurzprogramme der Paare 18,30 Uhr Donnerstag. Kurzprogramme der Herren 10,00 Uhr, Kür der Paare 19,00 Uhr Freitag, Kurztanz der Eistänzer 11,00 Uhr, Kür der Damen 18,30 Uhr Samstag, Kür der Herren 10,00 Uhr, Kür der Eistänzer 15,30 Uhr. Video zum Hollenschön, ein Tag zum Einrahmen für Savchenko, Masso.